Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supplier von ps4info.de. Angeschlagen, halb tot, mich hat die Grippe erwischt gehabt. Aber trotzdem geht's weiter, die Kalender-News, Woche 6 und go! News Nummer 7. Und nein, Nick, ich habe noch keine Animation gemacht. Ich war nämlich gesagt krank. Treyarch, ja, ein neues Call of Duty. Ein neues Call of Duty ist mehr oder weniger inoffiziell, offiziell, mega offiziell, unoffiziell angekündigt worden. Was für ein Wunder, jedes Jahr gibt es ein neues Call of Duty. Aber hey, jedes Jahr gibt es auch zwei, drei Assassin's Creed Spiele jetzt, ne? Also nicht meckern. Treyarch, wie auch immer, hat ein neues Call of Duty in der Pipeline. Man munkelt, Zweiter Weltkrieg ist wieder da. Gegen die bösen Nazis und sowas. Darf man Nazis sagen? Darf man Hitler sagen? Ich weiß es gar nicht, aber egal. Wird es wahrscheinlich geben. Das Interessante an diesem Call of Duty ist einfach, dass es dieses Mal 3 Jahre Entwicklungszeit hatte und nicht wie die anderen so ein Jahr oder noch weniger. Was daran ist, ne, unten alles verlinkt, gucken wir uns das mal an. Call of Duty ist ja auch gar nicht mal so schlecht. News Nummer 6, und das ist kein Countdown. Just Cause, bzw. Just Cause 3. Ja, knackige Bilder, Videos und alles andere, was ihr wollt, sind aufgetaucht. Just Cause geht jetzt, wie gesagt, in die dritte Runde. Wir haben hier eine schöne News veröffentlicht, wo halt auch ein paar Informationen zum Spiel drin sind. Zum Beispiel 1000 Quadratmeter, könnt ihr rumlaufen, Action machen, Bungee-Jumping, angeln gehen. Vielleicht angeln, weiß ich nicht 100%, ich würde mich persönlich freuen. Just Cause ist eine ziemlich erfolgreiche Reihe, schöne Open World, ein bisschen abgespaced. Und ich denke mal, da werden sich einige auf jeden Fall drauf freuen. Weitere Sachen in der News. News Nummer 5. Rar, die Dinos sind wieder da. Ja, Jurassic Park World kommt bald in die Kinos. Der nun mittlerweile 4. Teil der Jurassic Park Reihe, beziehungsweise es ist ja wieder ein Neuanfang mehr oder weniger. Obwohl auch nicht, obwohl ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Trailer hatte mich damals doch schon ein wenig überrascht, im positiven Sinne. Sieht sehr, sehr gut aus. Aber nicht desto trotz, wir kennen ja alle die Lego-Spiele, wir mögen die Lego-Spiele, beziehungsweise ich liebe die Lego-Spiele, die meisten auf jeden Fall. Und so hat Warner Interactive verkündet, dass sie einige Lego-Spiele dieses Jahr wieder rausbringen werden. Natürlich haben sie auch gleich gesagt, welche Lego-Spiele. Oh, jetzt habe ich den kleinen Idefix da hinten hingeschmissen. Das tut mir aber leid, Idefix. Und zwar, es wird ein Lego Jurassic Park World geben. Der erste Trailer, Teaser-Trailer, ist schon draußen. Könnt ihr euch angucken. Sieht ganz lustig aus. Und ich denke mal, die Lego-Spiele werden uns auf jeden Fall schon ziemlich erfreuen. Schöne Sache, freue ich mich drauf. Und weitere Lego-Spiele sind auch angekündigt worden. Könnt ihr alles nachlesen. Wieso nehme ich Edifix eigentlich, wenn es um Dinosaurier geht? Ich weiß es nicht. Ah, News Nummer 4. Ja, die Battlefield Hardline Beta war gestartet, ist gestartet. Jetzt ist sie ja schon wieder vorbei. Ich konnte leider mit euch nicht sehr viel spielen mit der Community. War ja, wie gesagt, leider krank, aber 1-2 Runden konnte ich ja machen. Was ich sehr interessant finde, ist halt eure Meinung zum Spiel. 51% sagen, das ist nichts für mich. 49% sagen, das ist was für mich. Bleibt abzuwarten, wie sich das alles so kristallisieren wird. Es ist ja auch jetzt ein Premium-Account-System mehr oder weniger bestätigt worden. Wie fandet ihr Battlefield Hardline? Glaubt ihr, dieses Räuber- und Gendarmen-Spiel könnte Spaß machen? Gebt ihr da gerne jetzt 120 Euro wegen Premium aus? Wie seht ihr das Ganze? Ja, ein paar Videos haben wir produziert, auch unten alles verlinkt. News Nummer 3. Ja, die Game Informer, eigentlich mit meiner Lieblingszeitschrift, die leider nicht in Deutschland erhältlich ist, obwohl ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, hat ein bisschen über Tomb Raider berichtet. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben, und zwar das neue Tomb Raider, was jetzt kommen wird. Ihr erinnert euch ja, vor ein paar Jahren gab es ja dieses mega geniale Reboot auf jeden Fall. Ich habe dieses Spiel echt geliebt, Tomb Raider 2013, 14, wie auch immer. Es kommt ein weiterer Teil, der erste Teaser-Trailer ist ja auch schon draußen. Schöne viele Infos und sowas, ne? Guckt euch den Artikel an, Tomb Raider ist auf jeden Fall wieder richtig groß im Kommen. You say the flashbacks have stopped. This is excellent improvement. News Nummer 2. Ja, 2K, Quartalsbericht. 2K hat wieder mal ein bisschen wie die anderen Publisher gezeigt, was die so verdient haben, wie es bei denen so aussieht, wie die Sponsoren so drauf sind und so weiter. Es geht nicht jetzt um Evolve, nein, es geht um Borderlands 3. So wurde Borderlands 3 mehr oder weniger angekündigt, beziehungsweise man hatte schon vor geraumer Zeit gesagt, man arbeitet an einem dritten Teil. Finde ich super, Borderlands ist meine Lieblingsreihe. Ich finde es auch klasse,
Das ist jetzt Borderlands The Pre-Sequel und Borderlands 2 und wahrscheinlich sogar Borderlands 1 nochmal für die PS4 geben wird. In etwas aufgehübschter Grafik und mit allen DLCs und sowas. Borderlands gehört zu den besten Multiplayer-Shootern überhaupt und müsst ihr auf jeden Fall gespielt haben. Weitere Informationen findet ihr in der News. Dicke Hupen, Sex Sales und ganz viel nackte Haut. News Nummer 1. Dead or Alive 5 Last Round. Der Launch-Trailer ist veröffentlicht worden. Das Spiel ist ja jetzt auch draußen, meine ich. Und ja, weitere Informationen findet ihr auch in der News. Sieht ganz lustig aus. Auf jeden Fall ist es sehr lustig zu sehen, dass es wohl einen Mod gab, der gewisse... Ne? Man hat Brüste gesehen und das mochten die Entwickler nicht so gerne und haben dann gedroht, wenn ihr diesen Mod nicht irgendwie schließt oder sonst was, machen wir keine Spiele mehr. Tja, dann lasst es einfach mit welchen, ne? Ihr seht sie auch gerade im Video. So, das waren sie, unsere News, Kalenderwoche Nummer 6. Nächste Woche geht es dann weiter. Bevor wir jetzt weiter Evolve testen werden und sowas, kommt auch bald unsere Review raus, möchte ich kurz den Gewinner des Assassin's Creed T-Shirts bekannt geben. Es ist der Maxim Neumann, hier unten ist ein Bild. Du hast das T-Shirt gewonnen, ich gratuliere dir. Schick uns einfach per PM, Facebook, wie auch immer, deine Daten zu, das kriegen wir hin. Vielen Dank an alle Leute, die mitgemacht haben. Nächste Woche werde ich hier an dieser Stelle den Gewinner von Watch Dogs verkünden, weil Watch Dogs wird das nächste sein, was wir verlosen werden. Also macht weiter. Mein Name ist The Pro, besucht ps4info.de, haut's rein. Und wie gesagt, nächstes Mal bin ich dann auch wieder 100% gesund. Bis dann.